Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist vehement gegen eine Lockerung des priesterlichen Eheverbots eingetreten. Die Ehe erfordere, dass sich ein Mann völlig seiner Familie hingebe, schreibt Benedikt in einem gemeinsam mit dem erzkonservativen Kardinal Robert Sarah verfassten Buch, aus dem die französische Zeitung Le Figaro am Sonntag Ausschnitte veröffentlichte. Da wiederum der Dienst für den Herrn die völlige Hingabe eines Mannes erfordert, scheint es nicht möglich, diese zwei Berufungen gleichzeitig fortzuführen. Daher sei die Fähigkeit der Absage an die Ehe ein Kriterium für den Priesterdienst, so der 92-Jährige. Benedikts Appell werten Beobachter als ungewöhnlich, zumal er nach seinem spektakulären Rücktritt 2013 Unterordnung unter Franziskus zusagte. Überhaupt kommt das Buch von Benedikt und Sarah zu einem heiklen Zeitpunkt. Franziskus will bald ein Dokument zur Frage vorlegen, ob das Priesteramt für verheiratete Männer geöffnet werden soll.